Er geht ins Bundeskanzleramt rein, zum Security und sagt, ich habe einen Termin beim Bundeskanzler. Sick. Hallo. Wie geht's? Ja, gut. Kommen Sie weiter. Ich war ein Terminalständler, oder? Ja. Okay, sehr gut. Ja, bitte, bitte. Bitte. Ja. Ja. Ja, nein, zu bestens ist vielleicht zu befrieden, weil der Wahlkampf hat jetzt natürlich eine viel größere Abzeichen. Wir haben erlebt, dass zuerst die Menschen systematisch zerstört worden ist. Jetzt haben wir der Wahlkampf systematisch zerstört worden. Und das ist auf der einen Seite Phänomene, die ich zutiefst ablehne, wo Leute in unserem Umfeld die Finger im Spiel hatten. Und jetzt stehen schwerwiegende Schmiergeldvorwürfe auf der anderen Seite im Raum. Also ich denke, es war richtig, wir haben das der Staatsanwaltschaft gegeben. Wir haben dafür gesorgt, dass das jetzt aufgeklärt wird, und zwar mit dem Strafrecht, also nicht ein bisschen recherchieren oder ein bisschen Untersuchungsausschuss, so richtig hart. Und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Ich fürchte, die ganze Wahrheit wird erst nach der Wahl ans Tageslicht kommen, was ich sehr, sehr bedauere. Aber so ist das halt. Idiotisch. Ja. Also naja. Am Anfang zum Regnet, dann hört es immer auf. Ja, das Sprichwort merke ich mir. Ich wollte sagen, Sie werden wahrscheinlich keine Zeit gehabt haben, aber auf die ganzen Postings dann haben viele gesagt, so, na, wie er reagiert hat und so in der Situation, nicht einmal aufgestanden und unhöflich und du gesagt und so. Und ich finde, Sie persönlich haben in der Situation bei dem Gespräch absolut vollkommen okay reagiert. Ich möchte jetzt auch da sagen, wenn die Kameras laufen, weil das war mein Eindruck. Ohne dass ich jetzt mir als großer SPÖ-Sympathisant äußern möchte, sondern einfach, das war für mich der Fakt. Die Situation war einfach blöd. Passiert, hätte glaube ich einer anderen Partei genauso passiert oder Organisation. Aber Sie als persönlich, Sie haben nicht so viele Kinder und Sie haben auch nicht den Nerv dazu, sich um sowas zu kümmern im Vorfeld. Deswegen hat es nie voll gepasst, wie das war, die Situation an sich. Und das wollte ich einfach einmal von Anfang an sagen. Ja, wenn wir jetzt nicht getan, weil... Du ist halt auch so ein SPÖ-Geschicht, glaube ich, oder? Nein, das und war, das Social Media-Ding. Wir waren ja mit allen per Du, das war ja nicht eben, auf Sie das bezogen. Das war für mich jetzt überhaupt kein Thema. Ja. Also jeder wie es mag, aber das war eine Runde mit lauter jüngeren Leuten. Weiß nicht, wie alt Sie sind, aber ich hätte Sie auch unter jüngere Leute eingestuft. Ah, 77 geboren. Ja, du bist ein junger Hupfer. Ich bin 66 geboren. Das sind zwei Wochen wieder. Ja, 11 Jahre leider. Ja, ja, aber trotzdem. Aber das ist da der... Da habe ich kein Problem damit gehabt. Also ich habe das vollkommen in Ordnung gefunden, habe ich sagen müssen. Ich habe mir natürlich über Gedanken gemacht darüber. Über die Geschichte und hat man, ich habe auch noch das mitgekriegt, haben wir die Sommergespräche gemacht. Nein, ich habe das nicht gesehen. Nein. Okay, ich habe Behindertensprecher der Parteien eingeladen. Ah ja, genau, das habe ich gehört, ja. Die Frau Ulrike Königsberger Ludwig war die erste, die sich gemeldet hat. Mhm. Es ist die SPÖ-Behindertensprecher. Ich weiß, ja, die ist sehr, sehr engagiert, ja. Ja. Und da habe ich auch festgestellt, dass die SPÖ keine Menschen mit Behinderungen in aussichtsreichen Positionen auf der Liste hat. Und scheinbar auch noch nie hatte, weil die Silke Meier, glaube ich. Nein, Silke aus Salzburg. Oberösterreicherin ist sie, ja. Genau. Die hat, wie ist Platz 30, glaube ich. Mhm. Und sie freut sich wie ein Lerchal, weil es der höchste Platz ist, unter dem jemals ein Behinderter in der SPÖ gehabt hat. Ja, so ist das tatsächlich. Ja. Aber der Punkt ist bei diesen Listen, also wir haben ja die Einschätzung, dass wir auch in der nächsten Regierung sein werden, und dann wird sich dort vieles verschieben. Dann wird man sehen, wer da tatsächlich im Parlament ist und wer nicht. Also das muss man noch abwarten. Die Silke hat den Vorteil, dass sie eine Frau ist, weil wir gendern sehr stark auch. Also das werden wir sehen, ob sich das ausgeht. Aber die ist sehr tüchtig. Die ist sehr, sehr tüchtig. Die ist sehr engagiert und vor allem auch im Social Web unterwegs, und das kann keiner Partei schaden. Ja, nein. Aber was wir jetzt beschlossen haben und durchgezogen haben, ich weiß gar nicht, wer da alle mitgestimmt hat, welche Parteien, aber wir waren auf jeden Fall dabei, ich glaube die Grünen auch, bei den anderen weiß ich es jetzt nicht, also ÖVP glaube ich nicht, dass wir diesen beruflichen Inklusionsfonds erhöhen. Mhm. Weil was ich jetzt erlebe, ist, ich war jetzt viel im Land unterwegs in Österreich, und da ist ständig jemand zu mir gekommen,
der entweder ein behindertes Kind hatte oder selbst betroffen war. Also ich erinnere mich, der letzte war ein 49-jähriger Herr, der hat einen Herzinfarkt gehabt und hat dann eine Teilbehinderung gehabt und ist jetzt auf der Suche nach Arbeit und tut sich wahnsinnig schwer. Und wenn du die Geschichte hörst, zwei Kinder, natürlich noch mitten im Leben auch. Und das war die Idee, dass wir jetzt diese Töpfe erhöhen, damit wir da mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schaffen können. Ich glaube, dass die Ausgleichstaxe geschraubt gehört, damit der wirklich weh tut. Weil große Unternehmen, ich glaube, ich habe es ausgerechnet, es sind ein paar tausend Euro, die im Monat zahlen müssen, beim Mitarbeiterstand von 400 Mitarbeitern. Und ein Unternehmen, Sie wissen, das Unternehmen mit 400 Mitarbeitern macht massig Umsatz und wenn es funktioniert, auch richtig Gewinne. Mhm. Und da sind ein paar tausend Euro im Monat zu zahlen, nicht wirklich ein Grund, sich das zu überlegen. Wir haben es jetzt einmal von der anderen Seite probiert, also nicht mit Strafen, sondern mit Förderungen. Wie viel ist das, weißt du das auswendig? 90 oder 60 Millionen, eins von beiden, glaube ich. Das ist der Parlamentsbeschluss jetzt. Den suche ich mir gerade raus. Den suche ich mir leider gerade raus. 90 Millionen waren das. Das ist die Beschlussfassung mit Freiheitlichen Grünen und NEOS, das wollte ich nachschauen. Okay, Freiheitliche Grüne, NEOS, also die ÖVP und die ÖVP war nicht dabei. Ja. Okay. Aber das ist das, was mich sehr beeindruckt hat, weil du triffst dann die Leute und natürlich hörst du dann die Eltern, die, das weiß noch, letztens waren da 3-4 Fälle mit, das waren immer die Mütter und die Kinder waren im Rollstuhl und die haben sich alle bei mir mal die Situation geschildert, dass die so oft es probiert haben und die Kinder einfach keine Chance mehr gekriegt haben. Und das ist natürlich für die deprimierend, weil die wollen ja, dass sie die Chance bekommen, sich selbst zu erhalten. Das ist ja das Wichtigste, damit die eigenes Einkommen haben, ja, davon auch leben können. Wer sonst das? Ja, ja. Also nicht jeder so ein harter Knochen wie Sie, aber... Ich weiß nicht, ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob es geht oder nicht. Ja. Ich habe halt irgendwann gesagt, das will ich, habe es jedem erzählt. Bis dann hat gesagt, dafür tut was an und das können wir machen. Ja, aber viele lassen sich im Weg entmutigen. Nee, natürlich. Ja. Nein, man muss schon besser sein und immer wieder rein, das stimmt schon. Anders geht das nicht. Schenken ne? Tut da keiner was. Wann haben Sie mit dem Bloggen begonnen? Ich glaube, 2011 habe ich Mabacher TV meinen Kanal gestartet, aber davor hatte ich schon einen anderen. Mhm. Und der Grund waren Dinge wie, ja, so Sachen wie das Frühstück, dass mir Sachen passieren, wenn man denkt, Alter, das gibt es nicht, oder es gibt Behinderten-WCs, die als Behinderten-WCs deklariert sind, aber nur unter einer sehr kreativen Fassung als barrierefrei gelten. Und das sind so Dinge, die mal im Alltag passiert sind. Und die habe ich früher mit einer kleinen Fotokamera festgehalten. Und wie die Handys immer besser geworden sind, hat man jetzt am Anfang daraus Videos zu machen und die auf YouTube zu stellen. Und mit dem Mabacher TV will ich halt ein alternatives Bild das Leben von Menschen mit Behinderung präsentieren. Alternativ zum Mainstream, was jetzt angehört von Licht ins Dunkel über Kronenzeitung und heute und alle anderen Zeitungen, die halt, egal welches Blatt man nimmt, irgendwo findest du immer einen Gefesselten an den Rollstuhl. Oder an Leidezeit seiner Geburt an. Das ist so dumm einfach und unreflektiert, haben wir das gesagt. Und absolut, ja. Da möchte ich dann eine Alternative dazu bieten. Ich weiß noch, wir haben ja umfangreiche Programme gehabt bei der Bahn, aber du siehst natürlich, wie lange der Prozess geht, weil da ist wirklich, also in meiner Zeit haben wir 500 Millionen reserviert gehabt dafür. Das war für die Bahnhöfe, die Bahnsteige vor allem, Lifte und so weiter, für die Busse. Haben wir dann begonnen und die Züge auch so auszustatten. Aber das ist natürlich, wenn du da Milliarden an Anlagen hast, bis du das gedreht hast, ja, ist das natürlich auch ein Weg. Aber ich glaube, die Bahn hat vorbildlich viel gemacht, aber ist bei Weitem noch nicht dort, wo wir es natürlich gerne hätten. Ich bin jetzt vor kurzem mit dem Nachtzug nach Hamburg. Ja. Auch im Zug, wie ist das gewesen? Ja. Auch im Zug einer Influencer-Kampagne. Ja. Und ich werde, also die ist gelaufen, die Kampagne, und ich habe halt mitgespielt. Dumm, weiß ich nicht warum, aber im Endeffekt hingefahren sind wir, aber es passt. Und beim Zurückfahren
und hat dann gesagt, dass das Klo kaputt ist. Ja. Und es gibt keinen Plan. Mhm. Es gibt keinen Alternativplan dazu. Und ich war halt dann so dumm und habe gesagt, ja, damit das ganze Projekt weiterrennt, bleibe ich nicht in Hamburg und fahre mit und pinkle in einer Flasche, was auch bescheiden war. Und das hat man nicht so gern, ja. Und ich habe einen Kollegen, der war, hat groß müssen, der hat einen Kübel machen müssen. Ich meine, was sind das für... Aber darf ich noch was sagen? Ich sage es Ihnen, das ist natürlich für den Kunden eine Katastrophe. Und der Ärger ist in jeder Hinsicht verstehbar. Das Problem ist nur bei der Bahnproduktion, ist, der Zug ist hunderte Kilometer weit weg von der nächsten Werkstatt. Diese Toiletten sind saumäßig anfällig. Ich sag nicht. Die kämpfen die ganze Zeit mit den... Aber da muss ich den Kunden eine Alternative anbieten. Und das tut's nicht. Eine Übernachtung für den nächsten Zug. Ach so, das, ja, ja. Sonst ja. Irgendwas. Wird nicht gemacht. Frisst oder stirbt, Punkt. Aber das sage ich Ihnen, das kann man ändern. Weil wenn Sie das den Chefitäten der ÖBB mitbringen, dann wird das gelöst. Da bin ich ganz sicher. Ja. Ich schicke Ihnen den Kontakt. Ich bin überzeugt, das wissen die gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber bis das dann... Das ist dann bei der Kommunikationsabteilung ist es dann stecken geblieben, aber es ist trotzdem einfach unwürdig. Ah, das schicken wir Ihnen weiter. Die machen das sicher gern. Ja, schauen wir. Ich meine, die müssen das entscheiden. Ich bin nicht der Einzige, der das hat. Ich kenne viele Rollstuhlfahrer, die halt regelmäßig längere Strecken auch machen. Tückischer ist nur, wenn du schon im Zug bist und erst dann draufkommst, wenn du schon fährst, dann ist es blöd. Klar. Ja. Ja, aber, wenn der Schaffner mir schon sagt, Klo ist kaputt, beim Einsteigen. Und dann aber keine Alternative bietet, sondern ja, steig ein oder mit. Fertig, dann habe ich ein Problem. Und dann sage ich, das ist kein Ort, wie man mit Kunden umgeht. Aber das ist vielen Probleme haben. Also viele Unternehmen haben das Problem. Sagen Sie das Thema, wir haben jetzt diese Mindestsicherungskürzungen in Österreich erlebt und da gibt es ja auch einige Bundesländer, wo auch Familien mit Behinderten betroffen sind, wo das Problem ja war, dass man das Pflegegeld auf die Mindestsicherung angerechnet hat. Okay. Und dort kennen Sie das gar nicht, das ist ja Ihre Geschichte. Da hat man gekürzt, hat irgendwie gesagt, ja, wegen den Migranten müssen wir kürzen und dann hat man neue Regeln eingeführt, wo dann das Pflegegeld angerechnet wurde auf die Mindestsicherung. Was nicht die Idee ist, weil das Pflegegeld ist ja ein zusätzliches Einkommen drauf auf dem, was es sonst an Einkommen gibt. Okay. Aber da haben wir uns auch letztens darum bemüht, also ich hoffe, da finden wir jetzt eine Regelung. Das ist ein Landesgesetz in Niederösterreich, die sind da zu weit gegangen. Das geht nicht. Ja. Weil das ist natürlich auch Ihrer finanzieller Bedarf. Ja, sicher. Ja. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht dazu, dass solche Sachen zum Beispiel nicht mehr passieren. Ja. Bei unserem Frühstück. Weil ich verstehe nämlich nicht ganz, Sie sind gewohnt, ein Riesenunternehmen zu führen. Und eine Partei ist im Prinzip auch ein Unternehmen. Der Unternehmenszweck wechselt saisonal. Wenn die wollen, sind es 1%. Und wenn kein Wahl ist, Verbesserung für die Bürger. Sage ich jetzt einmal ganz salopp, kann man darüber diskutieren, aber lassen wir das. Aber ich verstehe nicht, wenn es einen Behindertensprecher in der Partei gibt. Und es gibt für Events, wenn Sie eine Pressekonferenz machen, wenn Sie irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen machen, gibt es garantiert eine Checkliste, ein Protokoll, wie was abzulaufen hat. Was wo sein muss, welche Veröffentlichungen im Vorfeld, im Nachfeld, Vorbereitung, Nachbearbeitung. Gibt es eine Checkliste, ein Protokoll oder was auch immer. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ein Behindertensprecher ist in dem Fall in einer Partei für mich sowas wie ein Social Media Berater, der in allen Abteilungen einmal mit drinnen sein muss und die Kommunikation dort überall klar machen muss. Und der Behindertensprecher, finde ich, sollte doch derjenige sein, der in allen Stellen einer Partei einmal durchklopft und sagt, das, das und das. Und es gibt nicht viele Sachen, auf die man achten muss. Die physische Barrierefreiheit, leichter lesen, damit wirklich alles, was kommuniziert wird, verstanden wird. Die Online-Barrierefreiheit, dass Blindenlesegeräte und Größenverstellungen und so, dass das da ist. Und wenn große Events sind, wo mit Video aufgezeichnet wird, dass es da Gebärdendolmetschung gibt und die bei der Aufzeichnung in einer separaten Kamera, Bild in Bild, ich meine, klar, das ist Geld, aber das sind Zeichen, die weit gehen. In Amerika gibt es keine Pressekonferenz von Politikern und Katastrophenschutz, wo keine Gebärdendolmetscher dabei sind.
Und ich meine, es ist jetzt nur nicht gang und gäbe, aber das ist doch jetzt... Das ist eine interessante Idee. Also wobei wir jetzt vorher nicht, müssen jetzt ein bisschen unterscheiden, wenn wir unsere Großveranstaltungen machen, da haben wir natürlich immer Leute mit Rollstuhl und so im Publikum. Also das funktioniert schon. Das da, wo wir uns getroffen haben, das war ja eher privater Charakter. Und das ist, wie ich im Nachhinein erfahren habe, extra ausgesucht worden, weil das eben barrierefrei war, war die Vermutung, weil du kannst dort gut rein, ja. Also nicht überstiegen oder sonst was. Mhm. Und dann war das offen. Eben, aber wenn es da eine Checkliste aber das, gibt. Das war eben, Sie haben recht, aber bei der Veranstaltung wäre es wahrscheinlich trotzdem passiert, weil das war eher so eine private Geschichte, wo gesagt haben, wir laden jetzt einmal 10 Leute ein, die uns sympathisch sind, hören uns einmal an, was die sagen, es war jetzt nicht so ein... Ich weiß, was Sie meinen. Ich verstehe es, aber wenn es eine durchdeklinierte Grundcheckliste gibt, ja, mit 5 Punkten drauf, die einfach in jedem Protokoll drinnen ist, wann was gemacht wird, ob das jetzt ein Kaffeetratsch zwischen uns zwei ist, oder ob das ein Ding ist mit 5 Leuten, es ist völlig egal. Ja, ist eine gute Anregung. Und ob das jetzt notwendig ist oder nicht, ich meine, sowas kann nicht so schwierig sein, glaube ich. Und es ist natürlich immer wieder ein mühsames Durcharbeiten und so. Und ich meine, sowas kann man einfach einmal auflegen und dann schauen, dass man das durchdekliniert bis oben. Also das wäre eigentlich nicht so... Das ist eigentlich eine lösbare Aufgabe. Das sehe ich auch so. Das ist eine lösbare Aufgabe. Ja. Man kann sich gerne an mich wenden oder ich kenne Leute, die das kennen und auch... Ja, wir haben ja die Uli. Ich glaube, das ist wirklich die engagierteste Abgeordnete in dem Bereich. Absolut, wir haben ja auch diesen Plan A, den wir haben, dann noch einmal ein großes Behindertenkapitel aber erweitert. Aber genau, beim Plan A ist es, die App hat nicht funktioniert, die was dazu gibt für die leichte Sprache und es war nur... Der Behindertenbereich in leichter Sprache. Mhm. Ein behinderter Mensch würde ja das Recht haben, den Rest zu lesen. Warum nicht? Das sind sich denkst auch, wenn man denkt... Sie behindert im Sinne von Sehschwäche? Leichter Sprache. Mhm. Ihr Parteiprogramm war mit einer App versehen, glaube ich, wo man leichte Sprache anklicken kann. Mit einem QR-Code, glaube ich. Ich bitte mir jetzt ein. Ja, ich weiß, das hat einer der Behindertenverbände verglichen. Der hat das doch alle... Aber das Problem scheinen alle Parteien zu haben, ja. Kein Thema, aber es ist trotzdem immer wieder nur, und da sieht man den gedanklichen Ansatz, es geht nur die paar Seiten, was den Behindertenpolitik betreffen. Die werden in leichter Sprache angeboten. Warum? Habt ihr das so verstanden? Also ich fürchte, ich kann Ihnen sagen, wie das Papier dazu entstanden ist. Das war am letzten Abdruck. Also das war überhaupt ein Wunder, dass das überhaupt zum gegebenen Termin fertig geworden ist. Mhm. Und diese Dinge wurden dann nachher hergestellt, aber... Das war aber das ist halt man muss halt bei sowas im Ansatz schon. Und das ist wieder die Liste, die ich sage. Stimmt. Die Liste. Und wenn ich jetzt sage, ich mache ein Papier zum Thema Parkpickerl in Österreich, ökonomische Auswirkungen, was auch immer, dann muss ich das halt auch in Leitersprache machen. Mhm. Weil du musst halt keinen Doktorabschluss haben, um Auto fahren zu können. Oder, um dich darüber zu ärgern, dass vor deiner Haustür, auch als Mensch mit Lernbehinderung, alles zuparkt ist. Mhm. Warum immer diese Reglementierung auf dieses eine Ding? Aber Sie haben recht, weil das ist ja der entscheidende Punkt, das jemand ernst zu nehmen und zu würdigen. Das ist, weil voller Wähler, weil er hat die volle Stimme. Ja, es geht mir gar nicht um den Wähler, sondern um Respekt und Würde. Im Endeffekt, genau. Es ist ein vollwertiger Mensch, der die volle politische Stimmkraft hat, aber er kriegt immer nur das, wo sie oder halt die Partei dann glaubt, dass das für ihn wichtig ist. Wie viele Leute sind gravierend sehbehindert oder haben ein Problem, Sprache wahrnehmen zu können? Ach, das kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Das sind Dinge wie Bizeps und Organisationen. Die können mir darüber genauer auskommen. Schauen, ne? Ich bin jetzt ich sehe mich selbst auch nicht als Behindertenaktivist in dem Sinne, ich zeige Sachen auf. Ich würde nie sagen, ich kenne mich mit Normen und Dingskunst aus. Ja? Das tue ich nicht. Da gibt es Leute, die haben das gelernt. Behinderte Menschen und nicht behinderte Menschen. Die haben extra Ausbildungen dafür gemacht. Und die sind für das da. Mhm. Aber ich habe in den letzten 6 Jahren mit meinem Kanal und meinem Tun auf den Social Media Kanälen es so weit gebracht, dass ich hierher eingeladen werde. Und irgendwas muss ich richtig machen. Vor allem aber, weil wir uns beim Fußballspiel gesehen haben. Genau. Wir haben gedacht, erst den Kerl kenne ich. Das war auch zufällig, genau. Das war echt super, ja. Das war lustig dort. Ja, leider haben sie verloren, aber irgendwann das leider immer die so. Mädels. Ja. Beim Sport verliert immer irgendeiner. Ja. Gibt es Sport, den Sie betreiben? Ah, puh, extrem Serien schauen.
Das ist kein Sport, oder? Genau. Man kann es ja dein Handy weit werfen, ist auch schon. Habe ich jetzt gelesen. Nein, ich habe einmal kurzfristig geliebäugelt mit E-Rolli-Fußball. Das ist eine ziemlich Hardcore-Geschichte. Es gibt spezielle Rollstühle, die sind extrem die haben ein hohes Ansprechverhalten. Aber die sind so teuer, glaube ich, oder? Geschenkt kriegt man die nicht, ja. So 10.000 Euro, glaube ich, kostet das. Wir waren einmal bei einer Aktion, wo wir gespendet haben, da ist eben sowas angeschafft worden und ich war, das war 10.000 Euro, glaube ich. Ja, also die sind schon teuer, aber das sind auch Spitzensportgeräte. Ja. Und die Fahrer. Also der kann wirklich was, der Rollstuhl. Der ist schnell, der ist wendig, der dreht am Stand und dadurch, dass er am Stand dreht, ist die hohe Beschleunigung, kriegt der Ball einen riesigen Speed, den er dann mit dem Gitter vorne wegkickt. Okay. Und das ist auch, und man muss ja sagen, das Spannende bei dem Sport ist, da sind Menschen, die haben Gasknochen wie ich, einen Muskelschwund, die nur mehr die Finger zu bewegen können. Und das Allerärgste ist, es ist echt unpackbar. Und da sieht man, wie gleich wir alle sind. Es gibt Sonderschulen hier in Wien und in Oberösterreich, wo E-Rolli-Fußball gespielt wird. Und da sehen Sie die kleinen Scheißer mit 10 Jahren. Ja. In einem kleinen Rolli, kleiner wie meiner, in einem Handrolli mit Motoren dran. Also wirklich so ein Klapperding. Ich würde mich nie einsetzen in sowas. Der tut sich vor einer Gitter auf und prescht auf zwei ausgewachsene E-Rollis zu, nur weil die gerade den Ball haben und der kleine Scheiß sind null. Das ist, glaube ich, eine Altersfrage, oder der weiß es noch Fußball. Nicht, was passieren kann, oder? Das ist Fußball. Ja. Die Kinder sind fußballnarrig. Aber ist Basketball, ich habe mir gedacht, dass beim Behindertensport ist Basketball beliebter. Na, Basketball ist für Leute, die nur einen Querschnitt haben. Okay. Oder halt obenrum fit sind. Aber das wird auch intensiv betrieben, oder? Ja. Aber der E-Rolli-Fußball ist jetzt in Österreich groß startend. Und das ist eben der Sport, den Leuten... Müssen wir mal anschauen, da gibt es sicher Videos, oder? Ja, E-Rolli-Fußball.at, die österreichische Mannschaft in Wien. Ja. Zwei Top-Mannschaften, in Burgenlanden gibt es welche, in Oberösterreich gibt es... Ich bin mir nicht sicher, ob wir in jedem Bundesland schon welche haben, aber wir sind auch schon bei internationalen aber die besten E-Rolli-Kicker sind eher die auch gut sind bei diesen Computerspielen. Nein. Oder was muss man da können? Nein, gar nicht. Weil ich denke, die Fähigkeit so zu navigieren, ich weiß es von meinen Söhnen, wir haben immer so Ego-Shooter-Spiele gehabt, ich war eben nach 30 Sekunden tot, weil ich meine von hinten erschossen, bevor ich ihn gesehen habe. Das war schrecklich. Ich kann sowas auch nicht. Man muss schlicht und ergreifend gut Rolli fahren können und eine gewisse Übersicht haben und Übung. Ich habe Leute gesehen, die sind verloren am Feld herumgefahren am Anfang. Jetzt nach 2 Jahren sind die richtig gute Tormänner. Also es geht schon mit Übung und du brauchst, es ist wie Aber Fußball. Der Tormann, wie hoch fliegt der Ball dann? Der Ball bleibt ist meistens immer in Bodennähe. Ja. Das heißt, der wehrt dann auch ab mit dem Rollstuhl, mit dem Gitter. Ja genau, der hat vorne so ein Gitter drauf. Und der fährt dann immer so den Tor. Und der ist aber genauso wie die Feldspieler ausgestattet, oder wie? Ja. Okay. Genau, der hat kein Fanggitter oder so. Und wie groß ist das Tor? So ein Handballtor, oder? Boah, 3-4 Meter, bin mir nicht sicher. Ja. Also wie gesagt, ich habe am Anfang einmal mitgespielt, habe aber dann, damals hat es nur was von meinen eigenen Rollis braucht. Und da habe ich mir gedacht, da war mir mein Rolli zu schade, dass ich ihn so hernehme, weil das ist eine hohe Belastung. Ja, klar. Okay. Und jetzt hat die Spitzenmannschaft in Österreich schon dezidierte Fußballrollis und da geht die Post ab. Und die waren in England schon bei Matches, die haben sie in Deutschland gematcht mit internationalen Teams. Also die sind gut, die sind richtig, richtig gut. Witzig. Und das ist, also die Top-Spieler und die Spiele sind echt spannend, weil da wird halt echt... Waren Sie bei den Special Olympics? Nein, da war ich leider noch nicht. Ich war in Graz dabei, das war auch erstaunlich. Ich wollte, ja, da habe ich es aber dann aus terminlichen Gründen nie geschafft, dass ich hingehe. Es war echt leider cool, es war ein tolles Event, weil die Stimmung war so super. So völlig entspannt, ein paar tausend Helfer, alle mitgetan. Also zwischen Sportlern und Helfern. Nein, das war, glaube ich, cool. Es war echt gute Stimmung. Und der Amerikaner, der es macht, der hat so einen richtig positiven Spirit, der motiviert die Leute und kommt und macht es und lasst es nicht hängen. Ich wollte unbedingt, aber es ist ja einfach leider nicht ausgegangen, das ist ja blöd. Ja. Und schon vor der eigenen Haustür ist. Ja, ich habe auch nicht allzu viel gesehen, so Eisschnelllaufbewerbe vor allem und so, solche Dinge. Das war. Und nächstes Jahr ist es ja in den Emirates in Abu Dhabi. Da habe ich übergeben die Flagge an den Scheich von Abu Dhabi. Okay, wow. Die steigen jetzt auch ein groß.
fördern das und finanzieren das. Also okay. Die haben das Thema immer verdrängt, aber ja, jetzt haben sie es mittlerweile verstanden. Das ist okay. Teil der Gesellschaft und die sind ganz begeistert gewesen. Ja. Cool. Na, sehr gut. Sie müssen gehen, gell? Ja, leider, das ist ein voller Tag. Ganz dezenter Hinweis. Nein, aber mich sehr gefreut, dass das noch geklappt hat. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, danke sehr, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihnen alles auch. Gute. Alles Gute. 2, 2, 2. Sehr gut, danke auch. Yep.